Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 3. Und ja genau, Freunde, beim letzten Mal waren wir hier tatsächlich im Park angelangt und haben den schon hier durchforstet. Und genau, wir haben uns ganz viel Handgun-Muni gemacht. Wir haben Rätsel gemacht beim letzten Mal, genau. Da rechts ist eine Tür, die noch verschlossen ist. Da kommen wir auch mit dem Dietrich, glaube ich, nicht weiter. Und genau, wir haben jetzt hier in diesem Friedhofraum noch eine Sache, die wir noch machen können, und zwar mit der Eisenstange. Da möchte ich doch mal gucken, was es hier mit dieser Feuerstelle auf sich hat. Liegen gelassene Flaschen. Und genau, ich glaube, wir bewegen uns sehr schnell gerade aufs Finale zu. Guckt mal hier. Da ist Feuerholz, das Feuer könnte... An der Rückseite des Kamins kommt ein Luftzug. Mir fällt doch einfach mal ein. Hau doch einfach mal da drauf. Oh, ist immer nicht möglich, dies zu benutzen. Ah, brauchen wir doch das Feuerzeug. Müssen wir es erst anzünden und dann können wir das da... Durch das Anzünden wird das Holz dann weich und dann können wir es dann kaputt machen oder so. Ich probiere das mal, Freunde. So. Hol dir noch kurz das Feuerzeug, Jill. So, das gute alte Feuerzeug. Ja, unser treuer Wegbegleiter seit Teil 1. Und, ja. Dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt. Resi 3. Und, ja, uns geht's munitionstechnisch wieder besser. Schaut euch das an. Wir haben 150 Schuss von der Handgun. Diese Waffe, die ist ja einfach richtig gut. Das ist ja auch die Waffe, die wir von Nemesis bekommen haben. Wir haben noch 12 Granaten. Und noch einmal Pulver C im Inventar. Das könnte gut werden. So. Jawohl, guckt mal. Wir haben es angezündet. Okay. Mal gucken. Ach, guckt mal. Dieses Feuerzeug... Benötigen sie nicht mehr? Okay, das erste Mal in Resi, dass ich ein Feuerzeug nicht mehr brauche. Hinter dem Kamin ist Licht zu sehen. Kannst du jetzt da drauf hauen? Ja, es geht. Okay, cool. Krass, Freunde. Mach es kaputt. Jawohl, sehr gut gemacht, Jill. Sehr gut. Und das Rohr ist auch weg. Alles klar, ja, dann gehen wir da rein. Oh, guck mal. Das sieht cool aus. Oh, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Das sieht sehr geheimnisvoll aus hier. Ein Farbband. Drei Stück wieder. Ja, speichern werde ich in diesem, auf diesem Emulator ja nicht. Granaten. Ja, sehr schön. 18 Granaten. Geil, Freunde. Geil, geil, geil. Dieser Ort scheint ein Waffenlager zu sein. Kann man die Granaten nicht irgendwie... Nee, schade. Dass man die vielleicht wieder in Gunpowder verwandelt, aber nie. Welchen sieht das nehmen? Parkschlüssel. Ah, für die Tür da hinten. Und zwei Dokumente haben wir hier direkt. Wow. Ein geheimnisvoller Raum hier. Bericht des Supervisors. Ah, wieder Umbrella, okay. Die Fähigkeit der kontaminierten Probanden, Leiden zu ertragen, ist wirklich unglaublich. Auch wenn sie an lebenswichtigen Stellen getroffen werden, können sie manchmal mehrere Tage weiterleben, ohne dass sie sich an der Wunde stören. Na krass. Wenn man sie jedoch verstärkt dem Virus aussetzt, sinkt ihr Intelligenzgrad auf das Niveau eines Insekts. Oh Mann, das macht ihr hier, ey. Auch wenn es widerwärtig erscheinen mag, die Toten wieder zu beleben, so kann der Virus uns trotzdem von Nutzen sein. Wenn wir dem Virus unseren Kriegsgefangenen spritzen, sie gehen ließen, würden sie zu ihren Einheiten zurückkehren und dann zu Zombies werden. Dieser Plan könnte in Zukunft von Nutzen für uns sein. Oh mein Gott, Umbrella.
In bestimmten Gegenden scheint der Virus eine Mutation von Tieren und Pflanzen bewirkt zu haben. Es wird vielleicht schwierig sein, aber damit haben wir gute Vorlagen für die Entwicklung von Biowaffen. Ihr werdet es nie gut sein lassen. Na gut. Ich hörte von einem Riesenalligator dort, doch ich bin nur einer riesigen Kreatur begegnet, die unter der Erde kroch. Ich will mir gar nicht vorstellen, was für eine Kreatur dieses Monster hervorgebracht haben mag. Ja, dann werden wir das bald sehen, denke ich. Ah. Ich bin auf Nemesis gestoßen. Wenn ich nichts darüber gewusst hätte, wäre ich jetzt verseucht und inzwischen einer von ihnen sein. Wenn es immer noch in der Stadt herumwandert, ist sein Auftrag noch nicht beendet. Die Mitglieder von Stars müssen sehr zäh sein, wenn sie bis hierher überlebt haben. Doch sie können nicht ewig aushalten. Werden wir sehen, Umbrella, werden wir sehen. Wir haben schon einiges drauf hier. So, alles klar. Dann das hier noch. Fax vom Headquarter. Achtung. Das Projekt Raccoon City wurde abgebrochen. Unsere politischen Umtriebe im Senat, dessen Pläne zu verzögern, waren jetzt erfolgreich. Alle Supervisoren sollten sich sofort absetzen. Die US-Armee wird ihren Plan morgen früh ausführen. Die Stadt wird bei Tagesanbruch garantiert ausgelöscht sein. Wow. Bitte was? Okay. Ihr wolltet... Skizze von Raccoon City. Das Polizeirevier und das Krankenhaus sind markiert. Okay, das Krankenhaus und das Polizeirevier, ist nicht beides explodiert? Wegen Nikolai? Interessant, ne? Sie wollen die ganze Stadt, auslöschen. Oh mein Gott, Freunde. Es ist auf automatischen Empfang eingestellt. Ja, okay, Freunde. Haben wir hier noch was? Von diesem Typen hier? Nö. Okay, dann. Skizze von Raccoon City. Ja, dann müssen wir wieder raus tatsächlich. Gut. Oh, was denn jetzt? Diddling, diddling, diddling. Cutscene. All Supervisors, Mission terminated. Return immediately. Repeat. All Supervisors, return immediately. Over. Aha. Also Mission beendet heißt hier so von wegen, es fliegt bald alles in die Luft oder was? Ja, dann mal schnell weg hier. Oh Mann, das wird echt spannend. Freunde, das wird echt spannend. I'm quite impressed you've managed to stay alive up until now. Ach, wen haben wir denn da? Nikolai. And you seem to be doing a pretty good job of looking out for yourself. How about helping out? I have no intention of helping you. Because we're nothing but pawns in all this? In a manner of speaking, you are. Our employers wanted a detailed analysis of the zombie beings which were created through infection by the T-virus. You're saying that they deliberately sent in a military unit to be butchered by their creations? Not exactly. Although the conditions encountered on this operation were extreme, it was an unexpected outcome that the team would be wiped out. We were only required to collect live data from the subjects. Oh! Another mutant! Another mutant. Ah, Nikolai, also der... Ich weiß nicht, was ich von dem halten soll. Also der ist doch... echt nicht auf unserer Seite. Na gut. Ob's Söldner hin oder her. Das macht man einfach nicht so was. Warum, Freunde? So, wir sind jetzt dabei. Seefrau. Warum hinterfragt man das nicht einfach? Kommt. Es ist halt das Geld, ne, wahrscheinlich. Die Söldnertruppen brauchen ihr Geld und. Gut, Freunde, hier rennt irgendwo noch ein Mutant rum. Wir müssen jetzt noch einmal durch den Park stapfen.
wahrscheinlich dann ja zu diesem einen Schloss da hinten hin, wo ich ja beim letzten Mal die Hunde mit dem Granatenwerfer kaputt gemacht habe. Aber es hat sich... Oh Gott, was ist das? Oh Gott. Ja, okay. Der Boden hier in Raccoon City, Freunde. Was ist mit dem Boden los? What's going on? Och, nicht das Ding, Freunde. Nicht das Ding. Okay. Schieß einfach mit der Pistole da drauf. Schieß einfach da drauf. Mit den Crit, mit dem Crit-Treffern ist das gar nicht so schlecht, glaube ich. Boah, nicht dieses Ding. Ich hasse das. Ich hasse dieses Vieh. Kann man hier nicht einfach warten, bis das... Oh, es kommt da vorne raus. Was zur Hölle? Okay. Alter. Okay. Ach du Scheiße. Das macht aber auch einen Schaden, ne? Okay. Die Hände. Die, ich habe jetzt die normale. Diese Waffe. Die für die normale Munition ausgerüstet, weil ich denke, das. Kann man da. Ah, guck mal. So. Man kann auch. Okay, nee, kann man nicht. So, wo ist das? Wie? Da ist es. Schieß es kaputt, Jill! Schieß es kaputt! Grün, okay. Schieß weiter drauf hier, los! Um Gottes Willen. Gottes Willen, ey. Wo sind wir hier überhaupt? In irgendeinem... irgendeinem Loch hier, okay. Da ist was beweglich auf jeden Fall. Wo ist das? Da ist es. Da kommt's gleich raus hier. Ja? Was macht das Vieh jetzt? Da ist es! Oh Gott. Aua. Gelb. Oh Gott. Ich hasse diesen Wurm. Kann man da nicht... Guck mal, die Lampen, die sehen doch hier irgendwie beweglich aus. Ah, oh, das Flackern des Todes hier. Schieß doch! Aua. Oh Gott, geh ins Menü. Okay. Gelb noch. Oh. Einiges an Schüssen hier abgekriegt, das Ding. Oh, da gibt's Strom. Jetzt kann man da auch draufballern. Ah, guck mal. Oh Gott. Und schon rot, ey. Meine Güte, ey. Okay. Haben wir's bald mal. Was ist denn jetzt? Ey, es blitzt. Haben wir's? Oh, wir haben's. Gott sei Dank, Freunde. Das haben wir überlebt. Und genau jetzt kommt natürlich die Leiter runter, ne? Oh Gott. Boah, ist das widerlich. Schaut euch das Vieh an. Oh, das war echt gut. Ja, wir gehen einfach so hier rein, ne? Oh, Gott sei Dank haben wir das gemacht, ey. Ich glaube, das hätte sonst übel werden können. Ach, wir haben wieder null. So viel haben wir davon auch nicht mehr, ne? Aber keine Heilung mehr dabei. Was ist das? Ich könnte entkommen, wenn ich über den Zaun klettere. Möchten Sie? Ja, dann kletter halt hier raus. Komm, Jill. Puh, Gott sei Dank. Und warum geht's jetzt hier wieder runter? Wo sind wir jetzt schon wieder? Ach, okay, das ist jetzt wieder bekannt. Wieder die Spinnies. Oh, die sind jetzt aber ein bisschen aggressiver. Aua. Hat sie mich angedupst hier. So, Freunde. Schnell hier weg. Schnell hier weg. So. Okay, den Wurm, den haben wir beim ersten Mal direkt geschafft. Tatsächlich. Ich sag ja, diese Waffe ist echt gut. Und ich finde, das hat sich gelohnt mit der Munition. Oh. Was ist denn jetzt hier? Neue Musik.
Es geht echt Richtung Finale, glaube ich. Ja, ist okay. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt zu lesen. Okay, ich glaube, es wird langsam interessant, Freunde. Also, die planen scheinbar, die Stadt hier komplett in die Luft zu jagen. Es rennen hier Zombies rum. Warum rennen jetzt hier Zombies rum? Die mache ich... Nein. Einfach hier durch, komm. Und ich bin im gelben Bereich. Oh, nö. Da habe ich jetzt echt keinen Nerv für. Okay. Aber wenn hier irgendwas kommt, dann werde ich das kaputt machen. Definitiv. Ich habe jetzt hier meine super Imba-Waffe. So, Freunde. Den Wurm haben wir ja platt gemacht. Beziehungsweise die Hunde hier haben wir platt gemacht. Den Wurm haben wir auch platt gemacht, klar. So, Freunde. Und so war das ja hier vorne, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Also hier weiß ich jetzt tatsächlich auch nichts mehr. Sie haben Parkschlüssel benutzt. So, jetzt ist hier die Tür offen. Diese Schlüssel brauchen sie nicht mehr. Weg damit. Und rein da, Jill, los. Rein da. Hier bin ich jetzt mal gespannt. Ja. Hier geht's hoch. Gibt's hier irgendwas für mich? Aber das ist jetzt gerade so ein ziemlich linearer Weg hier, ne? Da gibt's eine Karte. Aber sagt's auch nichts zu. Ja, gut. Dann... Oh Gott. Och. Nee, nicht der. Nicht der jetzt. Nicht der jetzt. Nicht der jetzt. Okay, was können wir machen? Was können wir machen? Ich sehe halt nichts. Schieben Sie ihn weg, vor der Brücke springen. Schieben Sie ihn weg. Versuch das mal. Hoi. Sehr cool. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Ja. Das war die richtige Entscheidung. Sehr gut. Warum sollten wir vor der Brücke springen? Was ist denn das jetzt? Verlassene Fabrik. Da ist auf jeden Fall eine Bombe. Wow. Okay, das Gebiet sagt mir jetzt tatsächlich gar nichts. Elektronisch gesichert. Sehr spannend. Sehr spannend, Freunde. Haben wir hier einen Safe-Raum, bitte? Behandlungskontrollraum. Er ist verschlossen. Oh Gott, das ist ein bisschen gruselig hier. Haben wir hier bitte einen Safe-Raum? Ich möchte mir Heilung besorgen. Und mich heilen. Carlos! Hi! Jill, listen very carefully. They're planning on launching a missile directly into the city as soon as day breaks. The explosion will be powerful enough to destroy everything. Are you sure about that? Positive. I heard it straight from a supervisor. They'll go this far to cover their tracks. Come on, we have to hurry. There isn't much time left. Ach du Scheiße, Freunde. Die wollen tatsächlich hier alles in die Luft jagen mit einer Rakete. Oh Mann. Ein Wochenplan ist hier hingekritzelt. Das ist heftig, Umbrella. Das ist echt heftig, was sie nicht alles tun, um ihre Spuren zu verwischen. Gott sei Dank, da ist eine Kiste. Was ist das? Labor... Nicht schon wieder ein Labor. Okay, da ist aber auf jeden Fall zumindest schon mal ein Heilspray. Na Gott sei Dank, Freunde. Zum Glück haben wir hier ein... Da ist bestimmt auch noch was, oder? Da ist ein Tagebuch auf jeden Fall. Lesen wir auch mal. Tagebuch des Abteilungsleiters. 25. April. Heute ist mein 30. Geburtstag.
Ich wurde heute in diese Einrichtung versetzt. Darüber bin ich sehr froh, denn die Arbeitswelt ist etwas ganz anderes als das Leben in der Universität. 14. Mai. Das Entsorgungssystem ist fertiggestellt. Mithilfe einer besonderen Art von Gas kann es die Zellen der Probanden zerlegen. Krass. Das müssen wir noch testen, ehe wir mit dem Einsatz des Systems in der Praxis beginnen, da es zurzeit noch nicht hundertprozentig stabil ist. Boah, übel. 20. Mai. Während ich den Behandlungsraum überprüfte, ging die Tür zu, sodass ich drinnen eingeschlossen war. Ich konnte eine Stunde lang nicht hinaus. Tja, auch wenn man die Schlüsselkarte besitzt, ist sie nutzlos, wenn man innen eingesperrt ist. Okay. 7. Juni. Wir müssen immer mehr Probanden entsorgen. Das System arbeitet nicht zuverlässig. Das Laborpersonal gibt nichts auf meine Meinung und ich bin langsam ziemlich frustriert. Was macht ihr denn hier? 16. Juli. Wir werden die ganzen Kadaver nicht los und die Qualität des Flüssigmedikaments ist auch nicht gut genug. Boah, eklig, ey. 29. Juli. Da das System immer weniger funktioniert, sinkt die Anzahl der toten Körper nicht. Der Grad der Infektion ist höher und die Antikörper, die wir einsetzen, können der neuen Virusmutation nichts anhaben. Einige der Angestellten haben sich mit der Krankheit angesteckt. Ich habe zwar weitergearbeitet, aber ich trage stets eine Waffe bei mir. Ich muss daran denken, eine Kugel für mich aufzuheben. Ich möchte am liebsten heulen. Ich will hier nicht sterben. Ich bin sicher, dass ich den Verstand verliere, wenn ich mir vorstelle, wie schmerzhaft der Tod sein wird. Ja, hört sich nach einem ziemlich überforderten Wissenschaftler an. Ja, was... Umbrella, ey, ihr seid doch beknackt, seid ihr doch, ey, echt. Ja gut, Freunde. Erstmal wieder zur Ruhe kommen. So viel wie es halt geht, ne? Das kann jetzt... Wartet mal, das lohnt sich ja jetzt wieder. Dieses Ding, das lohnt sich ja jetzt wieder. Dann würde ich sagen, heilen wir uns nochmal hoch. Von dem gelben Status. Und die können wir dann hier reinpacken. So, wunderbar, Ersthilfekasten. Da können wir eigentlich auch schon weiter hier. Ja, das ist schon abartig, was die hier gemacht haben. Aber gut, viele Bücher werden hier wahllos aufeinander gestapelt. Mensch, Umbrella. Oh, es gibt sogar noch ein... Ist das jetzt auch die letzte Karte? Wartet mal. Wo war das denn nochmal, wo man das sehen konnte? Ich glaube, das... Einen Moment, bitte. So, da bin ich wieder. Gut, Freunde, aber im Abendtag testen, dass wir schon 23 Minuten voll haben, würde ich einfach mal sagen. Jo, Freunde, wie es dann hier in der verlassenen Fabrik weitergeht. Sehen wir dann tatsächlich beim nächsten Mal. Jawohl. Und dann würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Lasst ihr jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, in der Videobeschreibung ist der Link zu einem Discord-Server. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet, wenn ihr ein bisschen privat quatschen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.